Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder zusammen mit der Emma und ich zeige euch jetzt, was mir mein Mann zum Geburtstag geschenkt hat. Viel Spaß beim Video! So. Hier könnt ihr jetzt sehen, was ich bekommen habe. Quasi ein kleines Bettchen, was bei uns in die Wohnung passt. So richtig mit Gitter und Gitterstäben. Ich hoffe, das Licht ist nicht allzu schlecht und das soll dann hier quasi stehen neben dem Schreibtisch und so, dass die Tür noch aufgeht. Der einzigste Platz, den wir noch haben. Genau. Das alte Bettchen behalte ich, das schiebe ich einfach darunter. Das haben wir so bemessen, dass es drunter passt. Ja, und jetzt werde ich mal das Stativ aufbauen und zeigen, wie ich das ein bisschen einrichte, oder? Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, ich zeige euch mal vorher schnell was. Und zwar, wir sind hingegangen, da gibt es natürlich keine passende Matratze für das selbst zusammengeschusterte Bett. Die Kamera ist etwas schief, sorry. Und wir sind hingegangen, haben so Schaumstoff geholt und da habe ich jetzt einfach irgendein altes Laken genommen und drüber geschnitten. Weil das soll ja jetzt quasi die Matratze sein und dann tue ich das noch ein bisschen mitziehen. Hier haben wir noch Stoff gekauft für zum Nähen. Immer so ein Blau. Ich finde, das passt auch schön zu Mädchen oder zu Jungs. Und deshalb wollte ich das, weil ich schon so viele Jungs habe, mit so süßen Elefanten. Dann hier ein etwas dickerer Jersey-Stoff. Der ist in der Mitte so weich. So gepunktet, meliert, keine Ahnung, wie man es nennt. Den fand ich irgendwie voll schön. Und dann halt noch ein Vollmädchenstoff. So rosa gepunktet. Und dann haben wir noch so einen Stoff mitgenommen, der ist aber nicht für die Babys. Da will ich sowas für uns nähen. Genau, jetzt stelle ich euch mal wieder hoch. Dann könnt ihr ein bisschen was sehen. Ich hoffe, ihr könnt dann auch gut was sehen. Vielleicht muss die Kamera doch noch mal ein bisschen anders einstellen. So, ich würde sagen, so ist ganz gut, oder? Okay, jetzt habe ich gedacht, ich mache die einfach hier rein. Die kommt jetzt da rein, sieht aus wie eine Oma-Matratze. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt soll das dann noch ein bisschen dick werden. Ich lege da mal noch ein Handtuch mit drunter, quasi als Matratzenschoner. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, wie ich das machen soll. Naja, jedenfalls werde ich das hier als Bettlaken verwenden. Oh, wenn ich so hinstehe, habt ihr wenig Licht. Da muss ich jetzt aber noch schauen, wie ich das machen möchte. Ob ich den grünen, diesen grünen Strich sehen will oder nicht. Ich glaube, ich will ihn nicht sehen. Sehr schwierig, sehr schwierig. Das habe ich ja noch nie gemacht. Okay, das mache ich jetzt gerade so. Ich muss immer schauen, ob ihr überhaupt was sehen könnt. Ich glaube, ihr könnt ganz gut sehen. Und jetzt das hier. Auch ein bisschen zu groß, ne? Wenn ich das halbier, und ich halbier das mal. Ich glaube, ich mache das so. Ich werde das mal kurz hinmachen, das ist ein bisschen langweilig für euch. Okay, geschafft. Ich hoffe, das habe ich jetzt so ein bisschen mehr oder weniger eingewickelt. Weil
Anders hätte ich mir jetzt auch nicht mehr zu helfen gewusst. Weiß ich nicht, soll ich das nicht scheiße? Ja. Also nicht so schön. Jetzt muss ich gerade mal kurz schauen, wo ich meine Tücher habe. Aber ja, ich wollte die eben die Kissen eben reinlegen. Ich wollte mal schauen, wie viel ich denn da reinbekomme, weil wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt Elias kommt ja noch, er ist nur nicht da. Die Marla, den Tyler, die Emma, die vier Kleinen, 1, 2, 3, 4. Die sollte ich fast alle hier reinkriegen, weil die Pia ist vorne. Und dann kommt ja noch ein neues Baby im Januar. Ich habe eindeutig ein Platzproblem. Wobei ich werde die eine Wiege ja da lassen. Ich habe mal das hier. Das Kissen. Das Kissen. Und jetzt suche ich mir mal noch mal eins. Moment. Okay. Ich habe das jetzt noch gefunden. Ich muss anders hinstehen, glaube ich. Das habe ich jetzt noch gefunden. Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, ich bekomme nicht mehr die 3 oder 4 rein. Naja, das hier werde ich wohl nicht reinlegen. Oder ich werde das hier gar nicht reinlegen. Ich weiß gerade schon. Was ist denn da drin? Ah, da ist so ein wirkliches Kissen drin. Ich mache, glaube ich, nur die 2 rein, dann liegen immer 2 auf einem Kissen. Ganz wichtig, das müssen wir umfalten. Geht das doch, oder? Ihr seht das kaum. Und jetzt müssen wir mal testen. Ich habe mir überlegt, ob ich so ein Tuch noch reinlegen soll. Dann will das nochmal süßer aussehen, aber ich will da auch nicht 100 Sachen reinlegen. Was mir auffällt, ich habe gar nichts Rosanes, aber weiß nicht, finde ich nicht so schlimm. Ich glaube, das möchte ich nicht reinlegen. Ich glaube, ich lasse das so. Was ich jetzt noch mache, ist, ich habe ja so einen alten Kissenbezug. Also halt nicht. Halt von mir früher. Und einen großen. Ein großes Kissen. Da hatte ich mir überlegt, dass ich das so beziehe. Mit dem hier. Und das dann quasi das Bettkissen ist. So. Ich denke, ihr hört die Heizung rauschen. Die ist nämlich gerade an. Es ist nämlich furchtbar kalt bei uns. Total eklig nass kalt. Ganz schlimm. Okay. Dann habe ich die Decke quasi. Das soll dann die Decke sein. Aber ich habe schon fast die vage Vermutung, dass die viel zu groß ist. Aber jetzt legen wir mal die kleine Emma ins Bettchen rein. Ich sollte zumindest 5 reinbekommen, oder? Was meint ihr? Nein, ich bekomme nicht 5 Babys rein. Ich bekomme 3 maximal rein. Also nehmen wir jetzt nochmal die Mala hinzu. Mala Baby. Ja, ich glaube, mehr wie 3 kann ich nicht reinlegen, sonst sieht das zu gequetscht aus.
kleinen Teiler. Ja, ich glaube, 3 ist okay und dann wird es zu viel, ne? In dem Fall werde ich die kleine Vicky wohl auf jeden Fall da lassen. Also auch, wie soll ich das sagen? So lassen, dass da jemand reinliegen kann, ne? Also ein bisschen dekorieren und so, ne? Schön. Ratte. Ja, weil dann werde ich das jetzt wieder machen. Ja. Oh, schaut, das ist runtergekippt. Weil da habe ich mittlerweile unten ein Brett. Seht ihr das? Und dann sind hier so ein paar Kuscheltiere drin. Habe ich da unten keinen Platz mehr. Und hier liegen die 2 Decken gerade im Moment. Und dann können wir das so hier runterfahren. Ich will da halt auch kein Baby reinlegen. Das ist irgendwie blöd. Naja gut, ich habe ja im Moment auch noch den hier da. Von dem her werde ich das wohl so lassen. Und vielleicht auch nochmal im Gang das ändern. Mal schauen. Oder ich stelle das Bettchen vielleicht in die Küche. Mal schauen. Ja. Und das Video wird auch schon wieder viel zu lang. So sieht das jetzt aus. Meine süßen Würmchen. Meine sind ja alle 3 kleinen, wo ich habe hier. Weitere 2 gehen da unten und dann lasse ich das halt so, ne? Also ich lasse da unten das Bettchen und in dem Bettchen lege ich am besten die große Decke rein, wenn ich sie nicht drauf habe. Und wenn ich sie drauf habe, dann sieht das dann so aus. Passen gar nicht alle 3 runter. Nicht so schlimm. Ist aber, wenn man sie so hinlegen würde, würden 2 drunter passen. Machen wir aber nicht. Drunter rein. Diesen süßen Engel, den lege ich hier wieder in die Ecke. Genau. Meine Eule, die kennt ihr ja. Kommt hier dann auch noch irgendwo hin. Die werde ich wahrscheinlich hier an die Seite wieder machen. So, müssen wir mal gucken. Dann passt das doch so, oder? Was meint ihr? Ich hoffe, das Video war jetzt nicht allzu langweilig. Oh Gott. Taylor. Dann hoffe ich, euch hat das Video doch ein wenig gefallen und ihr fandet es nicht allzu langweilig. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüssi!